Der König des Golf Air Variant dreht seine Testrunden auf dem Nürburgring. Die Veränderungen von außen halten sich sichtlich in Grenzen. Neben den überarbeiteten Frontscheinwerfern mit C-förmigen Einsätzen gibt es einen größeren Lufteinlass. Am Heck dürften die Rückleuchten und der Stoßfänger mit den zwei Doppelauspuffrohren leicht umgeformt werden. Spannend wird die Frage, inwieweit VW die Leistung des starken Golf anpasst. Vermutlich wird der turbogeladene 2-Liter Vierzylinder eine kleine Leistungsspritze bekommen. 320 statt 300 PS sind durchaus machbar. Unwahrscheinlich ist, dass der Golf R stärker wird als der Audi RS3, der aus seinem 5-Zylinder 367 PS holt. Der Preis dürfte wie bislang bei rund 42.500 Euro liegen.